Jetzt können wir auch endlich mal darüber reden, was überhaupt los ist. Hat uns die letzten Wochen echt richtig krass beschäftigt und auch fertig gemacht. Also ich sag euch, Vanlife in Deutschland kann auch schon ganz schön kompliziert sein. So, angekommen und gleich haben wir ein paar Fails. Erster Fail, hier gibt es gar kein Netz und gar kein Internet. Also das ist jedenfalls nicht gut. Klar, wir wollen ja eigentlich ein bisschen rauskommen und sind deswegen ja hierher gefahren, aber doch so ein bisschen arbeiten müssen wir. Und das ist jetzt super ärgerlich, dass es hier eher ein bisschen kompliziert werden wird. Nächster Fall, wir haben uns hier den Platz gesucht direkt am See. Plus uns wurde gesagt, der See ist gekippt und deswegen kann man hier nicht schwimmen, sondern muss an den ein paar Kilometer entfernten See. Das ist halt auch ein bisschen ärgerlich, um ehrlich zu sein, weil wir hatten auch Bock mit Frieden, ein bisschen schwimmen zu gehen. Jetzt müssen wir uns kurz sammeln und gucken, wie wir das jetzt weiter strukturieren und machen einfach irgendwie das Beste draus. Mal schauen. Es waren so kleine Dämpfer. Haben uns richtig doll gefreut. Jetzt hatten wir so die paar Dämpfer, aber die nächsten Tage werden bestimmt trotzdem schön. So, wir haben uns jetzt gedacht, dass wir direkt einfach mal die Gegend erkunden. Denn wir sind zwar gewöhnt, hier die ganze Umgebung vom Wasser aus zu sehen. Wir waren nämlich schon oft hier in der Gegend Kanu fahren und Kajak fahren, aber halt noch nie wandern. Deswegen schauen wir uns jetzt mal die Gegend an. Eins ist auf jeden Fall richtig krass gewesen. Wir wollten gerade filmen, anhalten, Stativ aufstellen. Und dann wurden wir natürlich erstmal von Mücken überfallen. Bleiben. Und wir sind schon viele Mücken gewöhnt, aber das ist eine ganze Wolke. Aber eins muss man sagen, es ist super schön hier. Okay, das war jetzt nochmal super, super süß, aber zu mückig, um anzuhalten, um dort ein Picknick zu machen. Trotz wirklich, ich weiß gar nicht, wie viel Milliliter wir pro Person jetzt an Mückenspray drauf haben. Aber es war schön zu sehen, dass Frido auch mal ins Wasser geht, ohne dass wir reinspringen müssen. Das macht er nämlich eigentlich voll selten. Deswegen richtig gut. Das war irgendwie ganz schön Abenteuer jetzt. Ich habe nicht mal die richtigen Schuhe an, ich habe so Schlappen. Und wir sind jetzt schon eine richtig große Runde gewandert. Mein Handy sagt, ich bin heute schon 8 Kilometer gelaufen. Aber jetzt sind wir hoffentlich bald am Campingplatz, weil ich freue mich auf ein kühles Getränk oder diese ganzen Mücken.
So, an dieser Stelle nochmal ein kleiner Reminder. Schaut doch gerne bei uns auf Instagram vorbei. Da heißen wir outdoor.nomaden. Da gibt es tagesaktuelle Updates. Ja, und da geben wir nochmal ein paar mehr Einblicke und regelmäßige Einblicke. Also schaut doch gerne mal vorbei. Boah. Ich habe gerade so Appetit auf diese Melone, weil es wirklich anstrengend war. Auch wenn es jetzt vielleicht ein bisschen witzig klingt, aber es war wirklich... Dadurch, dass man gar nicht anhalten konnte, war es schon ein bisschen belastend. Aber ich wollte mal sagen, dass diese Melone wirklich so lecker ist. Könnt ihr euch gar nicht vorstellen. So, jetzt kochen wir erstmal. Wir haben beide nämlich schon richtig Hunger. Und es gibt heute was richtig Leckeres bei uns. Momentan ist ja noch Spargelsaison und wir lieben Spargel einfach, aber nur mit guter Sauce Hollandaise, und irgendwie gehört Schnitzel für uns auch dazu. Beides ist aber eigentlich nicht vegan, deswegen sind wir super froh, dass wir die Ersatzprodukte von Green Force gefunden haben. Wir haben jetzt eine vegane Sauce Hollandaise in Pulverform und ein veganes Schnitzel in Pulverform, was wir jetzt gleich alles zum Spargel anmischen werden. Und generell müssen wir sagen, haben wir gerade ziemlich viel auf Vorrat von Green Force, weil die Produkte alle in Pulverform sind und dadurch ungekühlt super lange haltbar. Also einfach perfekt fürs Vanlife. Okay, das schmeckt so lecker, ist richtig knusprig und einfach ein richtig perfektes Spargelrezept. Und das Ganze ohne Schnickschnack und künstliche Zusatzstoffe. Und wenn du die Produkte von Green Force auch probieren möchtest, dann schau mal in den Link in der Videobeschreibung. Da gibt es auch einen Code und mit dem kannst du wieder richtig was sparen. So, ein bisschen komischer Tag gewesen, aber wir sind jetzt trotzdem froh, hier zu sein. Jetzt geht's ins Bett und morgen werden wir mit neuer Kraft in den Tag starten und mal schauen, was wir dann Schönes machen. Guten Morgen. Wir haben beide richtig gut geschlafen. Und das Schöne, wenn man ja auf einem Campingplatz ist, ist, dass es morgens meistens frische Brötchen gibt. Und die werden wir jetzt direkt mal abholen. Hier mal rein. Ja. Perfekt. Gerade ein bisschen beim Frühstück versackt, um ehrlich zu sein. Jetzt werden wir aufräumen und dann fahren wir Richtung Wesenberg, was hier quasi der nächste Ort ist. Und wollen mal gucken, was da so geht. Weil wir können jetzt gerade nicht rausfinden, was wir so in der Umgebung machen können, mal zu Fuß. Weil wir nämlich immer noch kein Internet haben und das WLAN einfach nicht funktioniert. Also packen wir jetzt alles zusammen und fahren mal weiter. Also ich sag euch, Vanlife in Deutschland kann auch schon ganz schön kompliziert sein. Wir sind ja hier in der Mecklenburgischen Seenplatte und die ist ja auch wunderschön. Mecklenburg-Vorpommern ist sowieso das allerschönste Bundesland. Aber das wissen natürlich auch Nicht-Mecklenburger. Und dadurch ist es hier überall super voll. Es gibt so viele Parkenverbotsschilder. Und es ist mit dem Auto echt nicht so einfach, überhaupt noch an den See ranzukommen, an eine Badestelle oder so. Also so viele Plätze sind nur für
ja, Fußgänger quasi zu erreichen, was ja auch total schön ist. Und wenn man mit dem Kanu unterwegs ist, ist die Mecklenburgische Seenplatte ja auch toll. Absolute Empfehlung, wirklich zu Wasser das Ganze zu machen. Das haben wir schon einmalig. So oft gemacht und ja. Es ist so, so schön. Aber jetzt gerade ist es für uns einfach sehr anstrengend. Und das soll jetzt gar nicht rumgejammert sein, aber es ist für uns einfach so, dass man kaum noch einen Ort findet, wo man wirklich schön parken kann. Und ja, das kann auch anstrengend sein und das wollen wir jetzt auch einfach mal mit euch teilen, weil vielleicht denkt ihr sonst, wenn wir jetzt hier nur die schönen Seiten zeigen, ja, Mecklenburgische Seenplatte, top, da fahren wir auch hin. Ja, also für uns ist es gerade wirklich ein bisschen schwierig. Nervenraubend, so ja. Überhaupt Plätze zu finden, wo man parken kann, selbst tagsüber. So, jetzt haben wir aber eine Entscheidung getroffen und werden jetzt eine kleine Wanderung machen. Wir müssen so 15 Minuten mit dem Auto fahren. Da gibt es einen schönen Wanderparkplatz und da haben wir eine coole Wanderung durch ein Moor gefunden. Guck mal, wie das ist. Also los geht's. Richtig, richtig froh darüber, die Entscheidung getroffen zu haben. Bloß, was wir jetzt gerade nicht machen können, ist stehen bleiben. Weil sonst wird man wirklich zerstochen von den Mücken. Ist aber auch nicht schlimm. Es ist so super, super süß. Können wir echt empfehlen. Hätten wir gar nicht so gedacht, weil das ja so ein Zufallsfund war, dass wir jetzt hier sind. Spannend, der Weg wechselt alle paar hundert Meter, vielleicht jeden Kilometer, komplett einmal die Surroundings. Jetzt ist es wie in Schweden mit den ganzen Kiefern und den Blaubeerbüschen, rechts und links unsere richtige Single Trails und eben was ein breiterer Weg zwischen Eichen. Nachher kommen anscheinend noch ein Buchenwald. Ich weiß nicht warum, aber es ist einmal komplett anders, wie eine andere Welt. Everybody has their job. 9 to 5 and getting drained. They settle for second best. Scared to risk what the future might bring. What the future might bring. I hold my breath. Voll schön, dass hier einfach so ganz viele Hängematten im Wald hängen. Das ist nur eine von vielen. Richtig süß gemacht. Da sind nur echt viele Mücken. Wir müssen weiter. Schon wieder. Ihr könnt ja mal zählen, wie oft wir Mücke gesagt haben in diesem Video. Trinkspiel. Oder besser nicht. Ja, ich weiß nicht. Schon ganz nett. Wald und hier steht ein Infoschild und so ein Stein, das einem Mann aus Neustrelitz gewidmet ist, der so hobbymäßig geforscht hat, was so alte Dörfer und so betraf. Und hier stand ein mittelalterliches Dorf, genau hier bei der Dorfplatz. Und man sieht da auch noch die Feuerstelle, sonst aber nicht mehr viel natürlich. Das ist so super schön hier. Das ist so ein richtiges Paradies. So mitten im Nationalpark. Richtig cool. Bin mal gespannt, was ich jetzt gleich essen oder trinken werde. Das ist gerade so richtig schön. So ein bisschen wie in den Alpen, wo man dann immer auf so eine Almhütte kommt. Ja, voll, ne? Und auch so richtig urig. So ein richtiges Bauernhaus. Super süßen Sitzgelegenheiten und so. Und richtig voll. Ja. Wo kommen die Leute her? Ja. Thank you.
Café, was wir gerade gefunden haben, war so ein Highlight. Also es war wirklich ja nur ein Zufallsfund über Komoot, denn auf Google Maps ist das nicht eingezeichnet, auf also keiner Karte. Und es gibt hier nicht mal ein Haus ist da eingezeichnet. Und man kommt aus dem Wald von der Wanderung raus und dann ist da so ein kleines Häuschen, ein privater Garten und da kann man sich hinsetzen, kann man Kuchen, Suppen, Kaffee, Tees und so bestellen und am Ende bezahlt man so viel, wie es einem wert ist. Und dieser ganze Ort hier, wo das Häuschen auch ist, das sind 5 Häuser, da fahren ein Rangerhaus und ein Nationalparkhaus und das ist echt, das ist so verrückt, nur Sandwege, also richtiger Traum. Kommt unbedingt hierher. Jetzt gibt's Essen. Heute gibt's Kartoffelsalat mit veganen Würstchen. Das hatten wir ewig nicht mehr, oder? Ja, es ist so simpel und trotzdem so geil. Love it. Miris Kartoffelsalat, ich sag's euch, Leute. Ich sag's euch. Wir haben jetzt abends immer unser Mückennetz an der Schiebetür runtergemacht und dann die Schiebetür offen gelassen, weil man ja leider nicht draußen sitzen kann abends aufgrund der Mücken. Und so hatte man trotzdem noch ein bisschen draußen-Feeling. Aber ich weiß nicht warum, die letzten Nächte ging's. Jetzt ist unser Van belagert von Mücken. Selbst hier vorne an den vorderen Scheiben ist alles voll mit Mücken. Die schwören hier zu Tausenden gefühlt an unserem Mückennetz lang. Und wir haben uns jetzt gerade schon drüber unterhalten, wie wir jetzt das am besten hinkriegen, dass wir dann trotzdem irgendwann die Tür zumachen können. Weil wenn wir jetzt die Tür zumachen, dann sind die ja allein gesperrt zwischen dem Netz und unserer Tür. Und dann haben wir das ganze Gesumme hier drin. So, irgendwie müssen wir diese ganzen Mücken da irgendwie wegbekommen von dem Netz und dann schnell die Tür zuschmeißen. Das wird aber auf jeden Fall eine ganz schöne Challenge. Ich glaube, einer muss sich opfern und die da draußen die ganze Zeit wegmachen. Das wird nicht witzig. Nee. Einen wunderschönen guten Morgen. Ich wollte jetzt gleich mal heute Morgen diesen Trampelpfad zu dem See, der hier in dem Campingplatz ist, einmal laufen und mir das wirklich mal angucken, wie veralgt das ist und wie gekippt. Das lässt sich echt schwer einfangen, aber hier gibt es ja überall die Algen, die genau bis hoch an die Wasseroberfläche wandern. Es ist trotzdem super schön und idyllisch. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, aber ich blende euch bestimmt auch ein paar Bilder ein. Und der kleine Kanal, der zu dem Campingplatz führt, das ist ja auch einfach richtig, richtig süß. Und ist ein super Ausgangsort, um dann hier auf die Havel zu kommen, um dann einfach auch in die alte Schwanhavel rein zu paddeln etc. Also das ist eigentlich richtig, richtig schön. Also die Ausgangslage ist perfekt und die Ruhe, dass man früher morgen einfach nur die zahlreichen Vögel hört. Das ist so schön. So, wir haben den Campingplatz jetzt mal verlassen und sind jetzt wieder nach Wesenberg gefahren, auf so einen kleinen Tagesstellplatz. Und jetzt ist es richtig schön, das Wetter soll heute gut werden. Wir werden jetzt erstmal Kaffee trinken und frühstücken, oder? Mhm. Ja, ich glaube frühstücken. Kaffee wäre gut. Ja, Kaffee und frühstücken. Und ich bin jetzt auch gerade ein bisschen happy, weil wir konnten gerade eine gute Sache klären. Das haben wir euch noch gar nicht gesagt. Werden wir nachher noch nachholen, weil das ist eigentlich der Grund, warum uns der Kopf ein bisschen zu voll war und uns alles irgendwie so die Decke auf den Kopf gefallen ist und wir gedacht haben, wir müssen unbedingt mal raus. Erzählen wir euch nachher. Thank you.
wir haben es jetzt endlich aufs Wasser geschafft. Die Vorbereitungen sind ja schon immer ein bisschen, die unterschätzen wir immer leicht. Wir paddeln jetzt von Wesenberg gerade in den Havel, in die Havelmündung rein. Und das Coole ist, hier bei Wesenberg ist die Havel richtig, richtig schön, total natürlich. Und falls euch das was sagt, hier fließt auch die Schwanenhavel lang. Das ist der romantischste Abschnitt, ein Seitenarm von der Havel. Vielleicht kommen wir da durch, aber das ist mal sehr schmal und mit dem SUP auf jeden Fall gar nicht so leicht, weil die Büsche sehr niedrig hängen und man eigentlich nur als Kanut dadurch kommt. Aber ich würde es gern trotzdem probieren, einfach weil es da so schön ist. Hier vorne ist gleich eine Schleuse. Das heißt, ich weiß jetzt gerade gar nicht, wir sind immer von der anderen Richtung sonst gepaddelt gekommen, schon ein paar Mal, ob wir das drüber tragen können oder ob wir wirklich schleusen müssen. Mal schauen. Es kommen hier Äste. So schön. Wow. Das ist einfach der schönste Abschnitt der Havel und ich würde auch sagen, der schönste Kanal der Mecklenburgischen Seenplatte. Meiner Meinung nach. Ich habe mich mal in die sitzende Position begeben. Im Stehen ist hier nämlich wirklich kein Durchkommen mehr. Micha versucht es noch. Der Mutige. So, wir befinden uns jetzt auf dem Rückweg. Wir sind jetzt so, keine Ahnung, 3,5 Kilometer gepaddelt. Jetzt geht's auf den Rückweg, gleich wieder an der Schleuse. Und dann schauen wir mal, was wir dann machen. Eigentlich gibt's auf der linken Seite, wenn man hier aus dem Kanal rauskommt, einen Café. Da waren wir schon vor ein paar Jahren und das sah super schön aus. Und es war damals auch richtig schön. Wir wissen jetzt nicht, ob es auf hat, aber das werden wir gleich herausfinden. Und dann werden wir da eine Kleinigkeit snacken. Also fingers crossed, dass es auf hat. Wir sind jetzt zu dem Café gefahren und wir hatten echt richtig doll gepaddelt, Entschuldigung. Wir hatten echt doll Gegenwind jetzt auf dem See. Haben alles gegeben. Haben echt alles nochmal aufgewendet an Kraft. Und es ist geschlossen. Das war ein ganz trauriger Moment. Und es hat nur heute zu. Naja, kann man nicht ändern. Jetzt werden wir einfach zu Benny. So, angekommen am Van. Das war richtig schön. Jetzt habe ich gut Hunger und auch ein bisschen Durst, aber wir haben ja zum Glück unseren Manny hier, der uns mit allem versorgt, wenn uns das Kaffee schon im Stich gelassen hat. Endlich mal darüber reden, was überhaupt los ist und warum wir das Gefühl hatten, dass wir jetzt raus müssen, weil alles irgendwie ein bisschen viel war. Und zwar wisst ihr ja, wir verkaufen ja unsere Bücher. Und einmal werden die Bücher über unseren Shop verkauft, dann einmal über Amazon und einmal über den Buchgroßhandel für Büchereien. Keine Ahnung, wenn einer von euch zum Beispiel in Hugendubel oder eine andere Bücherei geht, das Buch bestellt, damit es am nächsten Tag da ist, geht das über den Buchgroßhandel. So, jetzt hatten wir aber das Problem, dass quasi hintenrum uns das System, was wir, das ganze Konstrukt, dass uns das so ein bisschen hinterrücks, ja, dass wir uns so ein bisschen veräppelt gefühlt hatten, was aber alles legal abgelaufen ist. Und zwar hat Amazon dann über den Buchgroßhandel bestellt und nicht mehr über uns bezogen. Das heißt, wir geben ja an den Buchgroßhandel schon mit viel Rabatt die Bücher und Amazon hat die dann aufgekauft und einfach in ihrem Namen dann weiter auf Amazon verkauft. Und dadurch gab es bei uns einen richtig großen Einbruch, war alles zu verschmerzen. Aber statt anfangs, keine Ahnung, 5 bis 10 Bücher pro Tag, haben wir dann 0 Bücher mehr verkauft mit unserem normalen Preis. Und wir haben ganz lange den Fehler nicht gefunden. Wir haben hin und her überlegt, haben uns auch externe Hilfe gesucht diesbezüglich und haben den Fehler einfach nicht gefunden. Und jetzt erst seit ein paar Tagen wissen wir genau Bescheid, aha, was ist das Problem? Und haben da jetzt auch echt gute Lösungsansätze. Bloß das hat uns die letzten Wochen echt richtig krass beschäftigt und auch fertig gemacht,
Weil, ja, ich weiß nicht, das hat uns einfach so ein schlechtes Gefühl gegeben. Und da mussten wir jetzt nach der ganzen Anstrengung und nach dem ganzen Stress jetzt einfach mal raus, den Kopf ein bisschen freikriegen. Und deswegen sind wir einfach nur ein bisschen in der Mecklenburgischen Seenplatte unterwegs. Aber genießen das, jetzt einfach den Kopf frei zu haben. Richtig süß. Ich wollte gerade einfach nur bezahlen. Und jetzt haben wir ein Eis geschenkt bekommen. Weil gerade war nämlich der Besitzer an der Rezeption und der war total nett und wollte noch so wissen, was wir so machen. Und habe ich noch erzählt, dass wir YouTube-Videos machen und einen Reiseblog haben. Und das hier ist selbstgemachtes Eis aus Neustrelitz. Neustrelitz ist ja der nächste größere Ort. Ohne Zucker und ohne so künstliche Inhaltsstoffe. Und ich bin echt gespannt, das zu probieren. Es gibt ganz viele verschiedene Sorten von Basilikum über, ja, was man sich alles vorstellen kann. Und das eine ist Omas Apfelkuchen und das andere Grießblaubeere. Seid ihr empfohlen? Oh mein Gott, Omas Apfelkuchen. Ja, es klingt sehr gut und ich freue mich drauf, das gleich zu testen. Tage jetzt in der Mecklenburgischen Seenplatte taten einfach wirklich gut. Wir haben gemerkt, dass wir das einfach gebraucht haben und haben dadurch auch echt ein paar Lösungsansätze und ein paar Gespräche gehabt und merken jetzt, dass es endlich wieder funktioniert. Also es läuft wieder an und da sind wir so dankbar, wirklich sind wir so dankbar, weil wir haben in das Buch so viel Blut, Schweiß und auch Tränen fließen lassen. Und ja, deswegen sind wir jetzt glücklich, dass es wieder funktioniert. Und natürlich, man kann jetzt natürlich von dem Konzern halten, was man möchte. Bloß ist es nicht anders möglich, als auch darüber Bücher zu vertreiben. Sonst ist man schlichtweg nicht konkurrenzfähig, weil wir haben einfach gemerkt, trotz der nischenspezifischen Reichweite, die wir ja über YouTube und auch über unseren Blog haben, genau in dem Bereich, haben wir trotzdem die höchste Nachfrage über Amazon. Und ja, kann man wie gesagt halten, was man möchte davon. Wenn dir die paar Tage jetzt hier gefallen haben in der Mecklenburgischen Seenplatte, können wir übrigens echt empfehlen, kommt mal in unser Lieblingsbundesland nach Mecklenburg. Ja, wenn euch das jedenfalls gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen oben da, vergesst nicht den Kanal zu abonnieren und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dann, ihr Lieben.